Hallo Kreative, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Magix Deluxe Sprachaufnahmen machen könnt, diese dann in Magix bearbeitet und welche Möglichkeiten und Hilfestellung Magix hier von Hause aus mitgibt. Ich habe hierzu ein Bild gewählt, was meine neue Wohnung darstellen soll. Wir haben ein Musikstück, was ich jetzt hier einmal mit in das Projekt übernehme. So. Okay, und ungefähr hier an diesem Takt möchte ich jetzt eine Sprachaufnahme machen. Das kann ich ganz einfach, indem ich in das Menü Datei gehe. Gehe hier auf Aufnahme Audio, Bilder und Video. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, Aufnahmequellen zu wählen. Das kann einmal eine Bildschirmaufnahme sein, das könnte ein Einzelbild sein oder auch hier von meinen Videokameras bzw. noch von älteren analogen Möglichkeiten. Wir wählen hier jetzt einmal unser Audio und zwar wollen wir das Ganze ja aufnehmen. Ich wähle hier aus, was mein Medium der Eingabe ist und kann hier sagen, bitte normalisiere mir das nach der Aufnahme. Daher werden hohe Töne und tiefe Töne automatisch angepasst und das Ganze hört sich harmonischer an. Wir haben die Möglichkeit, hier die Qualität zu wählen und ich kann das Ganze auch mir hier anschauen von der Aussteuerung, dass ich auf jeden Fall sehe, passt das Ganze oder muss ich eventuell mein Mikrofon noch anpassen, da ich zu tief oder zu hoch aussteuere. Somit haben wir jetzt alle Einstellungen getätigt und ich kann hier über meine rote Taste die Aufnahme starten. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. So, ich habe das gestoppt. Wenn mir das jetzt nicht gefallen hat, kann ich es hier direkt wiederholen. Ansonsten, ich verwende das Ganze, schließe einmal hier diesen Dialog. So, und man sieht, wir haben jetzt automatisch auf der nächsten Spur unsere Aufnahme. Das mache ich auch mal etwas leiser und wir hören uns das mal an. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. Genau, jetzt haben wir ja die Situation, dass die Musik hier noch ist und wenn ich die etwas leiser haben wollte, würde ich jetzt als erstes einmal meine Aufnahme schneiden. Wenn ihr schon Tutorials von mir gesehen habt, wisst ihr ja, ich positioniere meinen Positionszeiger, drücke Z, damit ist alles links vom Positionszeiger entfernt, positioniert diesen am Ende, drücke die Taste U, damit alles rechts vom Positionszeiger entfernt ist und somit bleibt nur noch mein Audio übrig. Jetzt markiere ich meine Musik, drücke hier einmal die Taste T und kann jetzt mit diesem kleinen runden Kreis hier, indem ich diesen nach links ziehe, meine Musik ausblenden. Das gleiche mache ich auf der rechten Seite. Ziehe jetzt hier diesen kleinen Punkt nach rechts und kann jetzt mein Musik generell leiser machen. Und damit haben wir folgenden Effekt. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. Ja, das hört sich doch ganz gut an und passt jetzt auch. Perfekt. Also so seht ihr, könnt ihr sehr einfach entweder aufgenommene Sprache, die wir jetzt selbst erzeugt haben, hier einfügen oder natürlich auch jegliche andere Soundgeräusche, die ihr habt, kann man immer so einfügen und entsprechend an die Musik anpassen, indem ich das schneide und hier das Ganze bearbeite. Jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie ich mit Hilfe von Magix diese ganze Arbeit, die ich mir jetzt gemacht habe, um meine Musik auszublenden, sehr einfach und effektiv machen kann. Wir gehen wieder in unser Dateimenü, gehen hier wieder auf Audioaufnahme, wählen hier den gleichen Dialog. Diese Grundeinstellung lassen wir alle. Aber wir gehen jetzt hier auf Erweitert. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten wieder, dass ich sagen kann, ich möchte vielleicht nur eine Monoaufnahme, eine Echtzeitanpassung oder ich möchte hier, dass automatisch die Lautstärke abgesenkt wird. Das nennt man Ducking. Beim Ducking kann ich jetzt steuern, wie weit wird dieser abgesenkt und ich kann die Überblendung in Sekunden vorher und nachher anzeigen. Das lasse ich alles einmal so, wie es ist und nehme wieder meinen Text auf. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. So, wenn wir das jetzt hier importieren, dann sehen wir, dass wir auf der zweiten Spur, nämlich auf der Musikspur,
jetzt automatisch hier eine Linie bekommen haben. Das Ganze ist eine Spurkurve und diese Spurkurve ist ähnlich, wie man das von den Keyframes erkennt. Aber die Spurkurve kann ich jetzt direkt bearbeiten. Ich möchte ja auch wieder meinen Audio schneiden, also wieder mit Z und hier mit U. Okay, und wenn ich jetzt hier das gekürzt habe, dann kann ich natürlich jetzt auch, so, das passen wir einmal hier so an und entsprechend hier, ja, passt das eigentlich? Aber okay, man sieht, ich kann auch hier über die Schräge der Linie auswählen, wie lange meine Musik ausgeblendet wird. Ich zeige euch das mal. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. So, das war, finde ich persönlich, etwas zu lange, daher mache ich das hier auch wieder etwas kürzer. Aber so habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, direkt Magix diese Arbeit des Schneidens und Anpassens machen zu lassen. Und wir haben unser Audio entsprechend hier integriert. Meine neue Wohnung ist endlich fertig. Die Musik wird abgesenkt und geht danach wieder automatisch weiter, alleine durch diese Einstellung hier mit dem Ducking. Ja, ich hoffe, euch damit mal wieder etwas Neues in Magix gezeigt zu haben. Freue mich über eure Kommentare und Wünsche und bin für dieses Tutorial erst einmal wieder raus und aus.